Verhandlungen im Knast. Oh. Giggity, 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 goo. Wer sonst als Quagmire? He's Quagmire, Quagmire. You never really know what he's gonna do next. He's Ich hoffe sehr, dass nichts passiert, was dieses edle Dinner ruinieren könnte. Wer sonst als Quagmire? He's Quagmire, Würdest du dich endlich hinsetzen und es laufen lassen? Ah! Jetzt können wir nur noch eins tun. Euch sagen, dass Loretta Brown eine Affäre hat. Oh nein! Ich bin am Arsch. Das ist schlimmer als damals, als ich vor der Nation beichten musste. Mein geschätztes amerikanisches Volk, ich bin nicht ganz ehrlich zu dir gewesen. Ich habe dieses Mädchen geguggedit. Ich habe ihren Gugudi mit meinem Dickedick gegagert. Und es tut mir sehr leid. Quagmire, du hast keine Kinder. Was machst du hier? Seid ihr da mal nicht so sicher? Ich habe mit Bräuten auf der ganzen Welt gepennt. Ich könnte Kinder haben, die schon über 20 sind. ¿Dónde demonios estabas? Es más de la una y media de la mañana. Eso no significa que no Giggity puede vivir. Maldita sea, Giggity. A veces me pones furiosa. No puedo hablar contigo, Giggity, cuando te pones así. Me voy a ver los toros, Giggity, Giggity, Giggity. Somewhere! Somewhere loose! Some bone to sing the blues! Oh, the movie never ends. It goes on and on and on and on and on. Willkommen bei Midnight Q. Heute Abend genießen wir den sanften Jazz von Charles Mingus. Norman Mailer ist hier und liest etwas aus seinem neuesten Buch. Und wir haben ein Mädchen aus Omaha hier, das eine Banane versteckt. Wir werden rausfinden, wo. Giggity, giggity. Bleiben Sie dran. Du hast ein Baby? Das ist eine lange Geschichte. Der Balk lässt mich seit 2 Wochen nicht schlafen. Also, wo waren wir? Giggity, giggity. Giggity. Was? Giggity. Lois, so ein Zufall, hi! Reverend Peter, ich muss mit dir reden. Gestern habe ich mit einer blonden Teenagerin und ihrer Mutter gevögelt. Naja, das ist eine wilde Geschichte, aber in meiner Kirche gibt es keine Beichte, also musst du sie mir auch nicht erzählen. So ein Unsinn, ich erzähle es jedem! Kikidiguga! De uniden, hablendeth arweth hal uniden, leth hansed deun, quagmandir. Dena den re dun, habeldeth mithrendir ve on hel hesano. Wow, das war der Wahnsinn. Das stimmt, leb wohl. Aber du hast doch gesagt, du willst mich heiraten. Das habe ich nur gesagt, damit du meinen Geschmolten guggedist. Shop der Stadt, gemütliche Atmosphäre, gepflegt und hier werden die Typen auch mal von hinten reingelassen, klar? Wow, normalerweise sind solche Läden ziemlich schmutzig. Ja, ist aber sauber, weil Carol Burnett hier halbtags als Putzfrau arbeitet. Als sie sich am Ende ihrer Show jedes Mal ans Ohr gefasst hat, hat sie damit ihrer Mom Gute Nacht gesagt. Wo hat sie wohl hingefasst, um ihrem Dad Gute Nacht zu sagen? Hey, Quagmire, was ist hinter der Tür? Das ist der Ausgang, obwohl hier natürlich jeder Ausgang auch ein Eingang ist. Make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know all the world loves to laugh? I always try and find the hottest chick in the place. I crack her on the noggin with a lamp or a vase. And then when she's unconscious, I do stuff to her face. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Hi, Glenn. Unterschreibst du mein Bürgerbegehren gegen das Verbot der Schwulenehe von Bürgermeister West? Schwulenehe? Oh, komm schon. Hast du keine Dose? Herrscht nur tote Hose. Giggity, 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 giggity. Oh, eh, oh, ah, ah, ting, ting, wada, wada, bing, bang. Oh, eh, oh, ah, ah, ting, ting, wada, wada, bing, bang. Wir sind getroffen. Oh Gott, das war's. Wir werden sterben. Einen Scheiß werden wir. Wir werden es schaffen. Ah!
Wir sind zu schnell. Wir werden in diesen See stürzen. Oh nein, werden wir nicht. Oh ja, genau da, das ist gut. Und jetzt noch das Brandschutzmittel entladen. Gegedi. Wow, mit der möchte ich Doktorspielchen machen und den entzündeten Blinddarm rausnehmen, bevor er durchbricht und ihr Blut vergiftet. Digidi, digidi, digidi. Wir nähern uns dem Zielobjekt. Mach dich zum Feuern bereit. Digidi, 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 digidi. Wow, Quagmire hätte eigentlich immer to Piggity sagen müssen. Ha, nein, er ist doch unser Freund. Ich erkläre Sie hiermit zu Mann und Frau. Sie dürfen die Braut küssen. Gut, dass wir gewartet haben. Weiß ich nicht. Giraffidi! Siehst du, ist nicht von mir. Ein Baby? Sowas habe ich nie verkauft. Da steckt ein Zettel. Glenn, das ist dein Kind. Nimm das nächste Mal ein Kondom, du Arsch. Oh mein Gott! Keine Panik, Quagmire. Es gibt keinen Beweis, dass es dein Baby ist. Giggity? Oh, das sag ich auch. Naja, wenigstens ist Joe ein Cyborg. Stehen bleiben, Frogmire. Du hältst dich nicht an die Ausgangssperre und verstößt somit gegen die Bezirksordnung. Quagity! Und weißt du was, Glenn? Nachdem du gegangen bist, hat Butterblümchen einen Junge gekriegt. Was? Ganz genau. Du bist jetzt Großvater. Mein Gott. Das sind ja mehr Muschis, als selbst ich vertragen kann. Wird der Gigidi sagen? Soll ich Gigidi sagen? Dürfen andere Gigidi sagen? Gigidi. Was? Nichts, das war dämlich. Die Queen, hä? Ich will mein Würstchen in ihre Pastete tauchen. Guckety, guckety, glaub. Wie kann ich das dezent formulieren? Meine Schlange ist nicht in der Lage, am Hüllenrennen teilzunehmen. Peter, hast du ein Problem damit, bereit zu sein? Ja, offensichtlich habe ich ein Problem. Tja, irgendjemand wird heute mit mir schlafen. Sag das nicht, sonst taucht Quagmire hier auf wie der Roadrunner. Ist schon gut, deine Vagina ist nur ein aufgemaltes Loch. Gut, dass du so viele aufblasbare Sexpuppen mitgenommen hast, Quagmire. Sei vorsichtig. Selbst der kleinste Stoß kann sie zum Platzen bringen. Giggity. Reiß dich zusammen, Quagmire. Du hast gestern einfach nur zu viel getrunken. Leck mich doch. Oh, hey Joe, für einen Moment habe ich gedacht, ich krieg Ärger. Wissen Sie, was Sie gemacht haben, Süße? Sie waren zu sexy in der 50er-Zone. Darf ich mal Ihren Führerschein sehen? Was? Joe, was ist los mit dir? Ich bin's, Quagmire. Wir wollten nur, dass Sie... Glenda Wedgmire. Tja, Sie wirken eigentlich ganz nüchtern auf mich, aber wenn Sie wollen, können Sie trotzdem mal blasen. Bist du krank oder was? Haha, ich mach nur Spaß. Wie ich immer zu allen Frauen sage, giggity, giggity. Das sagst du nicht, das sage ich. Du bist ein schlechter Mensch. Ach, Quagmire, es ist schön, dich wieder zu haben. Es ist auch schön, wieder bei euch zu sein. Ach, Tod, kannst du mir die Leiche vielleicht noch 5 Minuten überlassen? Typisch Quagmire.